In diesem Video möchte ich Ihnen die automatische Bewährungserzeugung mit Revit näher bringen. Voraussetzung ist, dass eine Statik vorliegt, die die erforderlichen AS-Werte zur Verfügung stellt. In unserem Beispiel, was wir in den vorherigen Videos hier aufgebaut haben, ist das ja der Fall. Deswegen nehme ich das Beispiel auch einfach wieder her. Wir sehen also hier das architektonische Modell und wir haben ja hier einmal das Hauptsystem als Berechnungsmodell gerechnet. Ich mache es einfach nochmal. Also 3D-System rechnen. Und im zweiten Schritt hatten wir dann hier ein Subsystem, nämlich Decke EG, uns erzeugen lassen und auch dieses gerechnet, aber dieses als ebenes 2D-Plattensystem gerechnet. Dann, jetzt fehlt natürlich noch die Bemessung, hatten wir sehen hier unten den Design-Browser und Stützen herausgesucht. Ich gehe mal auf eine solche transparente Darstellung, wo wir dann auch die Bewährung besser sehen können. Wir haben also hier im Design-Browser hatten wir zwei Positionen gebildet. Eine Stützenposition, die aus drei Stützen bestand. Ich kann die mal auswählen. Das waren hier die drei in rot hervorgehobenen. Und eine zweite Stützenposition, wenn ich die nochmal auswähle, das war hier die alleinige Stütze in der Mitte. Zusätzlich hatten wir auch die Decke gerechnet. Ich mache es auch nochmal. Also lass nochmal die Stützen berechnen. Hier ist schon fertig. Und die Decke lasse ich auch nochmal berechnen, wobei berechnen korrekterweise jetzt bemessen heißt. Wir haben jetzt also die Stützen und die Platte bemessen. Gut, nehmen wir ruhig diese drei Stützen auf einmal hier. Die sollen jetzt bewährt werden. Wir können hier auf der rechten Maustaste sofort bewähren sagen. Alternativ findet man dort oben in Bewährung auch den Knopf erzeugen. Das ist das Gleiche. Angenehmer ist es natürlich und einfacher direkt hier zu sagen, diese drei Stützen möchte ich bewähren. Also klicke ich darauf. Er hat sie dann auch automatisch ausgewählt. Das sieht man in diesem Vorschaufenster. Und nun gilt es natürlich, die Statik auszuwählen, die statischen Ergebnisse. Weil wir hier mit Sophistic arbeiten, greifen wir auf die Sophistic-Datenbank, CDB, zurück. Eine andere Statik-Software könnte hier Revit-Ergebnispakete hinterlegt haben. Nun kommt es darauf an, welche Ergebnisse wollen wir haben? Wir wollen die Stützen bemessen. Und dazu kann ich hier zum Beispiel sagen, ich hätte gerne die Ergebnisse der 3D-Berechnung. Das ist diese CDB. Die wähle ich also aus. Und hier sehen wir auch die Bemessungs Fälle, die mir zur Verfügung stehen. Und GZT-Bemessung-Gruppe ist eben genau das, was ich haben will, den Maximalwert von den dreien hier. Dann gibt es hier die Regeldateien, einmal für Balkenstützen, einmal für Plattenwände. Ich rufe sie mal auf, mache mal eine auf, sieht so aus. In den Regeldateien steht eben drin, wie die Automatik funktionieren soll. Das kann natürlich von verschiedenen Gesichtspunkten abhängig sein. Das kann beispielsweise abhängig sein von der Norm, nach der Sie arbeiten. Das kann abhängig sein von einem Firmenstandard, wie Sie in der Firma arbeiten. Es kann aber natürlich auch praktischerweise von Konstrukteur zu Konstrukteur unterschiedlich sein, wie derjenige arbeitet. Was für Vorschriften können hier hinterlegt sein? Beispielsweise, wenn das System feststellt, es ist mehr Bewährung erforderlich, könnte eine Regel heißen, versuche eher den Durchmesser als die Anzahl zu vergrößern. Oder wenn wir jetzt eine Grundlagenbewährung haben, das machen wir gleich auch mal, und Zulagen gelegt werden sollen, könnte eben eine Regel heißen, versuche die gleichen Durchmesser für Grund- und Zulagebewährung zu wählen.
Oder auch, wenn wir an Staffelung denken, könnte eine Regel lauten, versuche möglichst im Sinne von gleichen Stablängen zu staffeln, also die Zulagen dann so wählen, dass sie gleiche Längen haben über gewisse Bereiche. Also das sind die Regeldateien. Jetzt können wir also hier die Längsbewährung auswählen. Hier sehen wir nochmal, erforderlich war 452. Hatten wir in einem anderen Video gesehen von der Bemessung, das ist das Bemessungsergebnis. Und ja, jetzt kann man hier auswählen, was man gerne hätte. Zum Beispiel 4 Durchmesser 14. Dann kann man hier überhaupt auswählen, welche Eisen verwendet werden sollen. Wir können die Bügel auswählen. Hier oben, das ist bei Stützen immer 0, weil wir zumindest bei Normalkraftstützen keine erforderliche Schubbewährung hier drin haben. Aber wir können hier trotzdem natürlich etwas auswählen, zum Beispiel Bügel, Durchmesser 8, alle 15. Und dann bestätige ich das. Jetzt werden die Stützen bewährt. Und ich gehe mal vielleicht hier eine andere Sichtbarkeit oder ich wähle sie nochmal aus, damit wir es besser sehen. Auswählen, hol mir die hervor und ändere die Sichtbarkeit. Moment, so, ändere die Sichtbarkeit ab. Genau, sieht man also hier jetzt sehr gut, wenn ich mal von einer Seite drauf schaue. Die Durchmesser 14 kann man hier auch erkennen und hier die Bügel. Durchmesser 8, alle 15 und hier oben in den Bereich, genauso wie hier unten in den Bereich enger gelegt. Und das sind also ganz normale Revit-Bauteile, also Bewährungen, die hier jetzt verwendet wurden. Hier neben diese Grafik zeigt uns übrigens an, erforderlich zu vorhanden. Also wir haben 4,5 erforderlich und 6,2 Längsbewährung. Quadratzentimeter eingelegt. Das können wir hier natürlich auch wieder ausschalten. Das wäre ein Beispiel für die Stützen. Dann können wir uns auch für die Decke uns mal anschauen. Wir hatten ja hier Decke über EG gerechnet und bemessen, also die Ergebnisse liegen vor. Dann ja, wähle ich doch die Decke mal aus. Und schneide die heraus sozusagen, schaue von oben mal drauf, so beispielsweise. Und auch hier kann ich entweder unten direkt hier sagen bewähren oder wie gesagt hier oben den Knopf auswählen. Die Decke sehen wir ist ausgewählt. Auch hier jetzt wieder die Frage, aufgrund welcher Berechnung wollen wir die Bemessung durchführen und hier ist jetzt richtigerweise das Subsystem eingestellt. Das möchte ich also haben. Ausgewählt. Hier sind zwei Bemessungslastfälle gespeichert, nämlich GZT und GZG. Wir wollen den Lastfall 2 natürlich haben. Auch hier wieder die Einstellung. Zu den Regeldateien hatte ich vorhin schon erklärt. Und jetzt können wir uns in einem Zug alle vier Bewährungsrichtungen hier bewähren lassen. Also oben Haupt- und Querrichtung und unten Haupt- und Querrichtung. Damit es für Sie übersichtlicher oder nachvollziehbarer ist, schalte ich mit der rechten Maustaste aber diese drei Bereiche aus und will also nur die Hauptrichtung oben jetzt bewährt haben. Hier sehen wir einen Maximalwert und wir wählen eine Grundbewährung aus, zum Beispiel Durchmesser 10, alle 25. Und hier können wir auch wieder solche Durchmesser ausschalten, die wir beispielsweise gar nicht in der Decke sehen wollen. Also ich möchte maximal Durchmesser 20 hier als Zulagen haben. Gut, ich bestätige das und damit sehen wir auch schon, ist die Decke bewährt. Wir sehen also, wenn ich hier mal draufklicke,
Durchmesser 10, alle 25 und dort, wo erforderlich ist, sehen wir Zulagen. Wenn ich mal ranzoome, sehen wir hier beispielsweise Zulagen. Da hat er jetzt, wenn ich das nochmal auswähle, Durchmesser 8, alle 25 zugelegt. Also hier Grundbewehrung 10er, alle 25 und hier in dem Bereich Durchmesser 8, alle 25 zugelegt. Nun können wir das Ganze noch prüfen. Und zwar gehen wir hier oben wieder auf Sophistic Bewährung und dort gibt es den Befehl Prüfen. Ja, ich möchte natürlich die Decke prüfen und zwar wieder mit der Datenbank, mit den Ergebnissen des Subsystems, Bemessungsfall 2. Ja, das war's schon. Ich sage okay. Und nun erscheinen hier die AS-Werte und wir können einstellen, welche AS-Werte wir denn hier sehen wollen. Also wir wollen die obere Lage sehen. Wir wollen zum Beispiel die bereits eingelegte Bewährung sehen und wir wollen nur die Hauptrichtung sehen. Ja, und da erkennt man hier natürlich die 314, die wir eingelegt haben. Und wenn ich mal hier hin scrolle, sehen wir eben die Zulage, die dazu addiert wird. Also hier haben wir 5,15 Quadratzentimeter pro Meter eingestellt. Und jetzt könnte man beispielsweise sagen, zeige mir mal nur noch solche Bereiche an, wo noch was erforderlich ist. Und ja, da verschwindet alles. Wir sehen, es gibt hier am Rand so ein paar kleine Werte, die natürlich dann über konstruktive Eisen abzudecken sind. Ja, zoomen wir nochmal hier auf den Bereich der Zulagen. Wenn ich also beispielsweise hier meine Zulage auswähle und jetzt in der Länge verkürze, ich ziehe das mal runter, ja, dann sehen Sie, erscheinen da natürlich auch wieder Werte, weil ich ja jetzt die Zulagebewährung dort weggenommen habe. Mache ich wieder rückgängig mit Undo und dann sieht es wieder gut aus. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit des Prüfens. Ich schließe das hier mal. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit, einen oder mehrere Schnitte beliebig durch die Decke hier zu legen. Und da muss ich mal schauen, da brauchen wir Linien. Habe ich hier die Linien eingeschaltet? Ja, die Linien sind eingeschaltet. Okay. Nun ja, kann ich einfach eine Linie ziehen. Wir befinden uns aber in einer 3D-Ansicht, deswegen gehen wir besser auf einen Schalplan, Decke EG, sagen Ingenieurbau, Modelllinie, eine ganz normale Linie wollen wir ziehen, beispielsweise hier entlang der Achse 2. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir hier in Blau diese Linie und können nun sagen, Schnitt prüfen. Er fragt wieder, welches Bauteil. Es ist natürlich weiterhin diese Decke. Wir wollen weiterhin das Subsystem, die Ergebnisse des Subsystems, Bemessungsfall 2 haben. Okay, und nun fragt er nach der Linie. Es ist diese Linie. Die bestätige ich und drehe das Ganze jetzt wieder hier ins 3D hinein. Und wir sehen, wenn ich das nochmal umschalte, also obere Lage beispielsweise ja, bereits eingelegt oder nehmen wir erstmal erforderlich Hauptrichtung. Dann sehen wir hier die erforderlichen Quadratzentimeter pro Meter Werte. Und wenn wir jetzt dazu blenden, erforderlich und eingelegt, dann kann man das ganz gut erkennen, was wir eingelegt haben und was erforderlich ist. Ja, also diese Funktionalität der Bewährungs, des automatischen Bewährungsgenerierens und des Prüfens steht Ihnen zur Verfügung mit dem Sophistic-Produkt RC.
Sophistic Reinforcement nennt sich das und es kann bei uns als BIM-App für Revit dazu abonniert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich sage auf Wiedersehen.